Ja, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships und ja, mal wieder das Ding, hätte ich gewusst, dass das so eine Runde wird, dann hätte ich es früher aufgenommen, aber weiß man halt vorher nicht und eigentlich wollte ich auch gar nicht aufnehmen, aber die Runde geht für mich auf jeden Fall in die Geschichtsbücher ein. 18 Torpedotreffer, 23 Flugzeuge, 5 Schiffe zerstört, Großkaliber. Krake freigelassen, heroisch persönlich. Das hatte ich bisher erst einmal, wie ihr seht, und das war auch schon ziemlich heftig. Dann erstes Blut und zweimal vernichtender Schlag. Ja, also die Runde. Ja, mal eben mit 1000 Punkten Abstand hier das Feld gerockt. Das ist schon ziemlich krass. Die Königsberg hier hat zwar auch 5 Kills, aber hat ja auch nicht viel gebracht. So, dann wollen wir hier einmal gucken. 10.000 an Bränden, 4.000 an Wassereinbrüchen, 103.000 Schaden mit durch Torpedotreffer und 7.500 durch Bombentreffer. So, da sehen wir eine Wyoming, eine Furutaka, eine Königsberg, die Karlsruhe und die St. Louis zerstört. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. So, dadurch habe ich hier natürlich jetzt mal eben schnell, ne, gewinnen Sie sein unter den besten dreien. Das habe ich locker geschafft. Und was gibt's hier? Achso, 30 Kreuzer. Ja, dem bin ich jetzt auch ein Stückchen näher gekommen. Wollen wir gleich mal im Hafen gucken, wie viel denn da noch fehlt. So, hier. Genau, seien Sie unter den besten dreien. Da gab es dann ein paar 100.000 Credits. Wie viel fehlen mir hier? 8 von 30. Naja, das ist doch auf jeden Fall abzusehen. Bei den Zerstörern wird es ein bisschen schwieriger. Muss ich mal gucken. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es nicht klappt. So, da haben wir 300.000. 10 Flaggen November Foxtrot. 10 Flaggen Equal Speed Charlie London. Und eine Zulu-Flagge. Alter Schwede, das war echt eine krasse Runde. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon ein, zwei Spiele mehr gehabt heute. Die waren okay. 87 Treffer mit der Cleveland. Allerdings halt unteres Mittelfeld. War jetzt nicht so dolle. Und das mit dem Russenzerstörer, das war eine ganz coole Runde. Da habe ich sogar vernichtender Schlag bekommen. 32 Treffer, ein Schiff zerstört. 5 Torpedotreffer auf die Kongo, die ich vernichtet habe. Genau. Ja, das sind so die Runden bisher und ja, ich denke, das wird jetzt auch gleich weitergehen. Hoffentlich genauso gut. So, dann geht's jetzt mal weiter. Ihr seht an der Uhrzeit, es ist schon ein klein bisschen später, aber es ist immer noch derselbe Tag. Ich musste halt nur etwas pausieren. Ja, ich probiere mein Glück jetzt einfach mal mit der Furutaka. Mein Ziel ist es, ja, 3 Kills zu kriegen und unter die besten 3 zu kommen, um die eine Herausforderung zu erfüllen. Allerdings, ja, bin ich hier, glaube ich, fehl am Platze. Ich habe mir das gerade eben schon gedacht, dass ich hier vielleicht nicht hinfahren sollte. Erster Gedanke ist immer der beste. Komme ich da noch rum? Wenn ich ein bisschen langsamer werde, kann ich noch eine. Kann ich noch eine Kurve hinkriegen, ja? Das ist doch gut. Und auch gleichzeitig noch hier aus der Gefahrenzone raus. Das ist doch mal gut. So. Und ich habe sogar schon ein klein bisschen was kaputt geschossen. Das ist doch auch mal super. Hätte gerne noch ein bisschen weiter gefeuert, aber ich denke, das war jetzt erstmal die sicherere Variante. Aua, was ist das denn für ein Wort? Zumal, ja, das auch. Obwohl, hier sind aktuell nur die beiden Miyokos.
Die jetzt schon wieder außer Reichweite sind. Oh Mann, ey, diese 12,8 oder was hatte hier? Ja, 12,8, 12,9 Kilometer von der Furutaka. Also das wäre ein richtig geiles Schiff, wenn der jetzt auch noch 14 Kilometer Reichweite hätte. Na, die dürften doch eigentlich nicht ankommen, oder? Ja, siehst du wohl. So, hier kann ich jetzt leider nämlich gar nichts ausrichten. Wenn ich da reinfahre, bin ich am Moors, weil nämlich auch noch die Nürnberg da gerade kommt, die man da vorne jetzt gerade sehen kann. Die wäre in Reichweite, natürlich. Aber ist jetzt auch egal. Lieber auf Nummer sicher. Ich fahre jetzt mal hier rum und guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwo mit eingreifen kann. Da vorne ist eine Mutsuki. Vielleicht kann ich da ja gleich drauf wirken mit ein bisschen Glück, wenn der jetzt so weiterfährt und nicht noch groß eine Kurve dreht. Mal gucken, ob wir vielleicht einen treffen können damit. Natürlich nicht. Grummel. Wer entdeckt mich hier? Die Farragut? Das glaube ich ja irgendwie gar nicht jetzt. Alter, hörst du wohl auf damit, du Lump? Unglaublich. Ja, irgendwie, ich habe so das Gefühl, tagsüber läuft das immer so ein klein bisschen besser. Weil heute, ich glaube, ich bin jetzt so bei 50-50 ungefähr angelangt. Was aktuell. Oh, das war jetzt nicht so schlecht getroffen. Oh, das war auch nicht so schlecht getroffen von der Nürnberg. Hallo? Dann drehen wir doch mal lieber ein Stück ab, würde ich mal fast sagen. Wieso schießen die eigentlich alle auf mich? Achso, die Mayhem sehen die wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, sehen die. Der trifft auch. Wieso ruckelt das denn jetzt so? Ich mach mal kurz aus. Ja, für mich war es das leider in der Runde. Aber ich habe immer noch ein klein bisschen was gerissen, wie ihr sehen könnt. Also, hätte noch besser laufen können, aber. Ja, jetzt zum Schluss musste ich halt zu unserem Cap zurückfahren. Und war da recht alleine gegen einen Zerstörer und zwei Schlachtschiffe. Eins fährt da hinten gerade noch. Ich glaube, der hat mich auch. Nee, hat der mich rausgenommen? Ich weiß es nicht genau. Gleich nochmal gucken. Ja, aber aktuell sollte das jetzt die letzten 20 Sekunden so bleiben. Dann könnten wir das sogar gewinnen. Wenn die Atlanta überlebt. 7000 HP. Ah, 12 Sekunden noch. Go, 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 go. Dann müssten wir prinzipiell gewonnen haben. 3000 HP. Oh mein Gott, das war echt eine Quälerei-Runde. Aber Gott sei Dank. Haben wir gewonnen und auch sogar recht gut noch abgeschnitten hier. Ja, als Dritter. In einem Stufe 7er Gefecht, als Fünfer, ist dann doch nicht so schlecht. Aber ich habe mich echt schwer getan. Die Runde hat keinen Spaß gemacht. Also ihr habt da nicht viel verpasst. Im Hintergrund hat Steam übrigens was runtergeladen. Vielleicht war deshalb von die waren vorhin die FPS noch ein bisschen eingebrochen. So, das ist die Übersicht. Die Farragut habe ich zerstört. Und ansonsten an ziemlich vielen Schiffen eigentlich Schaden gemacht.
Ja. So. Kann ich zurück zum Hafen? Ich habe übrigens endlich meine Wyoming, ihr seht, die ist weg. Die habe ich ja komplett ausgeforscht. Und könnte mir jetzt die New York holen. Lasse ich aber erstmal, weil Schlachtschiffe sind eh nicht so meins. Und das Geld spare ich mir lieber erstmal. So, ja, mit der Miyogi, da fehlt mir ja noch richtig viel. Dann brauche ich ja noch 11.000. Naja, muss ich mal gucken. Irgendwann werde ich die Serie nicht mal spielen, aber nicht jetzt, denn jetzt spiele ich noch eine Runde mit dem Träger. Achso, einmal ganz kurz hier gucken. Eins, zwei, drei Niederlagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Siege. Ist ganz okay bisher gelaufen. Also von der Statistik her jedenfalls. Aber die Gefechte an sich haben heute Vormittag mehr Spaß gemacht, weil das irgendwie flüssiger lief. So, ich probiere jetzt nochmal eine Runde mit dem Träger. Bis gleich. So, neuer Tag, neues Glück, vermeintlich. Wie ihr seht, ich stehe gerade still. Ah, jetzt kann ich reparieren. Sehr gut. Ich konnte nämlich gerade nicht lenken. Das war ein bisschen unglücklich. Aber ich habe es immerhin geschafft, die New Mexico zu versenken. Im Allein, na, nicht im Alleingang, aber habe auf jeden Fall ordentlich Schaden an der gemacht. So, und jetzt, wieso ist denn keiner bei D? Das ist ja nicht so gut, ne? Die haben immer noch zwei Zerstörer und na, der eine ist da unten, aber der andere ist noch nicht zu sehen. Das heißt, der könnte ja eigentlich eventuell durch die Mitte kommen. Das wäre schlecht. Das wäre ganz schlecht. So, ich werde da mal hinfahren. Ich kann, glaube ich, in dieser Runde eh nicht mehr viel ausrichten. Die erste Runde heute mit der Cleveland ging übrigens verloren. Ich war in einem Achter-Match. Und ja. Komm hinter der Insel raus und dann steht da ein Tirpitz. Das war ein bisschen unglücklich. Die hat dann recht schnell, recht kurzen Prozess gemacht. Ja, aber jetzt in so einem Sechser-Gefecht ist das schon auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Auch wenn ich jetzt gerade, ja, keine Ahnung, von den paar Treffern, die ich bekommen habe, waren drei in die Zitadelle. Oder beziehungsweise mit, ja, richtig schwerer, krasser Schaden. Unangenehm. Naja, nun bin ich halt zum Hin- und Herfahren verdonnert. Bis ich bei D bin, mache ich eine kurze Pause. Bis gleich. Ja, ich habe mich umentschieden. Der Zerstörer ging gerade unten auf. Bei H2 ist er. Deshalb brauchte ich jetzt nicht zu B zu fahren. Kann hier vielleicht nochmal irgendwo mit darauf einwirken. Aber die Runde ist auch schon fast gewonnen. Ich war jetzt nicht wirklich so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber gut. Irgendwas ist ja immer. Ich guck mal, dass ich gleich hier auf die Cleveland vielleicht noch schießen kann. Dreht gerade. So. Ah, jedenfalls nochmal. Oh, geschossen. Und da dreht sie ab. Blöde Cleveland. Ah, der schießt auf mich. Nein. Aua, oh, 50 HP noch. Alter, der trifft. Ah, Scheiße, ich muss weg. Ich muss weg. Ja, okay, keine spektakuläre Runde, die ich hier jetzt gerade aufnehme, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ist das so? Mist. Wenn man nicht aufnimmt, hat man die guten Runden und ansonsten läuft es so. Das war jetzt, eieieiei, knapp nicht letzter geworden. Das war übel. So, naja gut, ich habe bei der New Mexico doch nicht ganz so viel Schaden verursacht, wie angenommen.
Schade, aber immerhin 8200 durch Brände und zerstört. So, das ist auch krass, ne? 46 Treffer und 1300 Schaden. Der hat mich dreimal getroffen und hat mir fast meine komplette Hülle zerballert. Ah, Schlachtschiff halt, ne? Naja, egal. So. Das war es auf jeden Fall schon mal. Was habe ich hier? Ups. Egal. Okay, weiter geht's. Ich werde mal weiterspielen mit dem Träger. Bis gleich. So, ein letzter Versuch für heute. Gestern kam ich nicht mehr dazu, weiterzuspielen. Und heute lief das bisher mehr als schlecht. Leider. Aber ja, die Runde könnte eventuell klein bisschen besser laufen. Kann es aber auch noch nicht so genau sagen. Aber ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal von Anfang an auf. Oder fast von Anfang an. Damit ihr nicht immer nur Übersichten seht. So, wenn die Wyoming jetzt runterdreht, dann werde ich auf jeden Fall mal hier so ein bisschen hinfliegen. Und der gleich mal von vorne eine schöne Breitseite verpassen. Ja, von vorne eine Breitseite, das geht ja auch gut. Mal gucken, ob überhaupt noch einer ankommt. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Feuerchen hat er repariert. Hat er. Aber wenn er jetzt in einen Brand gesteckt werden würde. Ich sollte vielleicht ein bisschen wegfahren. So, wo sind meine Jungs hier? Da. So, der ist nämlich ein bisschen weit nach vorne gefahren, wenn man das mal so sieht. So, was macht er? Dreht er weiter oder nicht? Na, jetzt ist eh egal. Das war's jetzt für ihn mit Drehen. Und wehe, den holt sich einer noch vor mir. Jawoll. Es leckt gerade ein bisschen, das ist schlecht. Ja, immerhin ein Treffer. Konnte aber leider reparieren. Den können wir doch mal jagen. Torpedobomber. Sind schon fast da. Wir noch mal gucken. Ja, nicht viel Schaden gemacht, aber in Brand gesteckt. Ist auch schon mal gut. Hat er repariert? Das gibt's doch gar nicht. So, Leute, Attacke jetzt. Kommen denn meine mal?
Königsberg dreht ab. So, erstmal versuchen, die Königsberg zu erwischen. Ja, komm, einen jedenfalls. Nein! Doch. Gott sei Dank. So, die kann ich aber ein Stück wegschicken hier. Die brauche ich hier gar nicht. Königsberg ist weg, das ist schön. Gibt es jetzt Party mit dem Schlachtschiff? Los. So, da kommt meine Staffel 4. Oh, wild. Die rammen sich, oder? Nein, doch nicht. Doch, hat's versucht. Naja. So, sehr schön. Immerhin, immerhin. Ein Zerstörer, ein Schlachtschiff. Das ist doch mal ein schöner Abschluss der Runde. Gut, ja. Dann beende ich hier mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.